So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fire Emblem Radiant Dawn. Das letzte Mal sind wir in unserem Lager hier stehen geblieben, haben da auch, glaube ich, schon alles erledigt, was wir zu erledigen hatten, vorerst. Und begeben uns jetzt auf die Suche. Oh, die Engelsrobe, die erhöht die KP. Die sollte Mikaya bekommen. Sehr schön. Und ja, gehen wir uns jetzt auf die Suche, Reise nach dem verlorenen Erben von da ein. Den Norden haben wir bereits erkundet und trafen dort auf Raviel und seine Begleiter. Uns bleiben also noch der Osten und der Süden. Also in welche Richtung gehen wir? Was ist los, Voluk? Gibt es ein Problem? Voluk sagt, er kann die Anwesenheit von Beorg im Süden spüren. Viele Beorg. Also ist es entschieden, wir gehen Richtung Süden. Beeindruckend wie immer, General Tauroneo. Doch ist uns der Gegner zahlenmäßig weit überlegen. Höchste Zeit, diesem Pakt zu zeigen, was richtige Kämpfer sind. Bist du bereit, Chill? Ich warte nur auf das Startzeichen. Na dann, auf sie! Wen sollte Benyon denn hier am Ende der Welt angreifen wollen? Wer sie auch sind, wir müssen ihnen helfen. Und genau das werden wir jetzt tun. Position! Warte mal. Position, ja. Du gehst weiter nach hinten. So. Truppen. Wir sind vollständig soweit. Können auch keine weiteren mitnehmen. Gut. Dann speichern wir. Und greifen an. Warte, wie viel Erfahrung hat er? 69. Ehrlich zu sein, das dürfte eigentlich klappen. Er sollte zwar vielleicht kein Level abgehen, aber es dürfte klappen. Weil ich habe mit ihm was ganz anderes vor, also mit Leonid. Mit dem guten Leo habe ich andere Sachen vor, denn er soll mit Aran da hoch und soll die beiden Blitze hier besitzen. Sodass wir von oben angreifen können. Aran gibt ihm jetzt erstmal den Rest. Ich hätte es womöglich andersrum machen sollen, aber hey, das ist egal. Vorerst. Halt. Der hat Feuer. Feuer ist die Schwäche von Voluk. Das heißt, Voluk stellt sich jetzt erstmal hier hin. Da fliegt gerade eine Fliege an meiner Nase vorbei. So, du gehst dahin. Und benutzt anstatt den Raubtiertod dein Kart weiterhin. Auch wenn der Raubtiertod stärker ist, ich benötige seinen Effekt später noch. Mann, das hier folgt. Mac an die Front, Mikaya dahinter. Nebendran die Heilerin. Sehr schön. Ruft mich einer ab. Nope! War nur eine Nachricht, die ich bekommen habe. Von wem auch immer, sei gegrüßt. Das lief besser als erwartet. Mit 61 Trefferquote hätte ich eigentlich erwartet, dass er trifft, aber das tat er nicht. Das ist ganz gut. Schwert gegen Axt. Wer ist im Vorteil? Ich, ne? Ja. Die Trefferquote ist eh für den Arsch. Myrmidone ist eh da im Vorteil dann. Sehr schön. Ist der schon mal geschwächt? Die NPCs ziehen die sowieso ab.
Wenn einer der NPC stirbt, ist natürlich sehr, sehr scheiße jetzt, ne? Weil wir kriegen die Charaktere nach diesem Level. Das heißt, Siax sollte sich eventuell zurückziehen. Ihr seid alle dumm. Der hat einfach eine Silberlanze, ne? Die Waffen kriege ich in Teil 1 noch gar nicht. Die kriege ich mal in Teil 3, ja, aber boah, der hat einfach eine Silberlanze, ne? Sehr schön. So, damit werden die Gegner so mal so ein bisschen weggeräumt. Siax heilt sich, das ist auch sehr schön. Ja, die kenne ich doch. Diese weiße Rüstung, nur wenige Generäle durften sie tragen. Es ist gut möglich, dass ich diesen Mann kenne. Wirklich? Nun, das ist doch ein weiterer Grund, ihm beizustehen. Wir sollten uns beeilen. Ja. Und der gute Soffe wird sich auch beeilen. Ich muss jetzt nur schauen, dass Leo nicht. Dass Leo. Der gute Leo mir jetzt nicht wegstirbt, ja? KP und Verteidigung sollten da eigentlich ganz gut sein. Ich muss halt echt schauen, dass der mir jetzt nicht wegstirbt. So, Aran, erledige gegen ihn bitte den Rest, auch wenn du einen Nachteil. Oh, Scheiße. Das ist definitiv kein gutes Zeichen. Den kannst du mal weghauen. Mir fällt jetzt schon auf, in dem, wie ich jetzt spiele, ne, dass ich Woluk kaum benutze. Ist eventuell ein Fehler. Gut. Jetzt gehen wir so hin. Ich sollte Woluk vielleicht nach oben bringen. Man kann da gleich meine Heilerin haben, kann sich da auch noch ein paar Erfahrungspunkte an Edward verdienen. Edward steigt wieder bei einem Level auf, sehr, sehr gut. Sind wir mal ehrlich, da oben erwartet mich doch jetzt gar keine Bedrohung mehr so. Heilung reicht hier vollkommen aus. Ich möchte Pflege nicht für Sachen verwenden, die ich jetzt nicht brauche. Auch wenn es mehr Erfahrung geben würde. Macht an sich keinen Sinn. So. Woluk tötet einfach alles, was ihm in den Weg kommt. Das ist Wahnsinn. Kriegt halt hier noch nicht so viel Erfahrung. Und später, er ist zwar im Halbwandel, aber das bringt mir später nicht viel. Aran da hoch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, wer von denen kann da hoch. Der da. Auf jeden Fall der da. Gut, der Rest kann er nicht hoch, also nur einer. Das heißt, Surfe nach da hinten. Einer kann Leonid angreifen, nur einer. Und Mikaya da hoch. So, und du gehst da hoch. Beziehungsweise bleibst da stehen. Okay. Okay. Sehr schön. Dann könnte das jetzt so laufen, wie ich sogar will. Dann könnte das sogar besser laufen, als ich gedacht habe. Sophie redet jetzt auf jeden Fall gleich mit den Leuten. Der wird jetzt hier Leonid angreifen, wird ihn aber hoffentlich nicht töten. 15. Sehr schön, er kann nicht zweimal angreifen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und da kamen doch noch welche. Probieren wir es? Wir probieren es. Ich meine, es tötet ihn sowieso nicht, aber wir probieren es. Wir sind mit der Lanze zwar im Nachteil und nehmen auch Schaden, aber das schwächt ihn. Das sollte schon mal viel, viel bringen. Das sollte schon mal viel nützen. So, und wenn jetzt alles so läuft wie geplant,
landen, sollte Leo hier stehen bleiben. Fuck it, ich hätte beim Langspeer bleiben sollen. Na, ist egal. Dann decke ich jetzt einfach mal von allen Ecken hier ab, wo ich angreifen kann. So, du gehst noch da hoch und beschützt Mikaya. Auch wenn das nicht viel bringt. So, du bist die Nächste, die hochgeht. Und ihr beiden rückt mal vor. So, wie weit können die vorrücken? Nicht weit. Okay. Das heißt, wir können da locker vorrücken. Ohne, dass die mir auf den Sack gehen. General Tauroneo. Na, wenn das nicht unser kleiner Sothe ist. Dich hätte ich nur am wenigsten hier erwartet. General, diese Ruinen, die ihr hier verteidigt, liegt in ihnen vielleicht eine Hoffnung für Daein? Das tut es, ja. Was in ihnen versteckt liegt, ist vielleicht sogar die einzige Hoffnung für Daein. Ich verstehe. Da müssen wir sie um jeden Preis beschützen. So ist es. Sehr schön. Ja, das schon mal erledigt. Mikaya könnte ich jetzt noch bewegen. Das Problem ist, Aran kann jetzt noch nicht angreifen. Ich traue mich jetzt aber nicht. Soll ich es tun? Komm, tun wir es. Tun wir es, in der Hoffnung. Oh, shit. Okay, ich weiß, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden. Wir werden jetzt Mikaya noch wo positionieren. Wir werden jetzt auf jeden Fall angreifen ohne Ende. Das wird mein Hauptziel sein. Warten. So, du stellst dich dahin, dass da keiner hochkommt. Puh, der würde die töten, wenn er die trifft, ne? Mach den mal platt. Greifst den mal an. 50% ist eine 50-50 Chance, ist aber nicht weiter schlimm jetzt. So, weil dann sind die erstmal. Weil die können ja da jetzt nicht hoch, aber wir können sie von oben angreifen. Gut, der kommt da auf jeden Fall mal nicht hoch. Das ist schon mal viel, viel wert. Um ehrlich zu sein. Gegen den bin ich im Nachteil. Das heißt, ich sollte hoffen, dass sie jetzt zweimal trifft. Sehr schön. Ich dürfte sogar gegen beide im Nachteil sein. Illyana zu trainieren ist gar keine schlechte Idee. Wirklich, die kann später noch echt nützlich sein. So, Edward sollte aber aus dem Kreis hier raus. Von dem. Und wir sollten... Wir stellen dich einfach mal dahin, in der Hoffnung, dass er keinen Langspeer hat. Und dass Laura dich im nächsten Zug dann heilt. Tu das nicht, lass den ganzen Besitz tot. Oh, wenn wir das mit Aran hinkriegen, dass er trainiert wird, ne? Dann wird das Bombe werden. Dann wird das wahrlich der Hammer. Ach, sehr schön. Das läuft. Und zwar genau so, wie es laufen muss. Gut, das jetzt eher nicht. Aber das sollte jetzt auch kein Problem werden. Oder darstellen. Oh, die haben auch einen Heiler. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen, nicht berücksichtigt. Aber das dürfte auch kein Problem werden. Kein großartiges zumindest.
Wir heilen Aran. Was hat er denn für eine Waffe? Eine Stahllanze. Hat er noch irgendwas? Ein Meistersiegel tatsächlich. Das könnte Sothe klauen. Sothe könnte das elegant klauen. Dieses Siegel. Meistersiegel zu haben ist nie wirklich falsch. Ist vielleicht mal der Lebensretter, auch wenn es ein bisschen Erfahrung zerstören kann. Was aber nicht mehr tut. So, du bist tot. Und du bist auch tot. Sehr schön, das läuft wie am Schnürchen. Es läuft viel zu gut und wir heilen doch Mikaya. Und ich bin jetzt da gar mal so frei und schiebe Mikaya da runter. Und lass sie nicht angreifen. Wenn wir sie hier zuerst angreifen lassen, bringt mir das gar nichts. Okay. Dann ist das schon mal geklärt. Dann sollten wir aufpassen. Gut, da hoch kommt er sowieso nicht. Dass er jetzt auf jeden Fall nicht stirbt. Egal. Probieren wir unser Glück. Na, war ja klar, dass er Edward angreift. War klar. Der ist immerhin schwächer. Puh, dieser Heiler, der kann schon ordentlich nerven jetzt, ne? Aber gut, mich interessiert nicht. Mich soll es nicht interessieren. Oh nee, sei doch bitte nicht blöd. Zu weit vorzurücken ist definitiv keine gute Idee. Sehr schön. Stimmt, Drachenreiter können zurückfliegen. Ganz vergessen. Ach, leck mich doch. Ernsthaft jetzt? Noch mal eins raus. Während du dich hierhin bewegst. Wie du jetzt Aran heißt. Sehr, sehr gut. Es läuft gut. Besser als erwartet, um ehrlich zu sein. Oh! Netter Boost war das gerade eben. Problem ist, wenn ich das jetzt mache, aber die haben alle Lanzen. Gegen Lanzen bin ich stark. Haben wir auf der anderen Seite noch einen Magier. Wenn man das jetzt verfolgt. Das ist echt mal, wo ich das mache. Kann man auf schwer übrigens nicht mehr machen. Wir probieren das aus. Jetzt werde ich ein bisschen unvorsichtig, weil ich will das jetzt probieren. Nolan hat inzwischen die Kraft und das Leben und die Defensive, um die Angriffe zu überstehen. Zudem ist er gegen die Speertypen voll im Vorteil. Nur die beiden hier, ne? Die machen mir so ein bisschen Sorgen. Wenn er jetzt Sothe angreift, ist eh vorbei. Scheiße. Gut, dann machen wir das jetzt so. Mikaya geht dahin. Er greift mich Sothe an. Gut, schade. Ich hätte gedacht, ich könnte das Meistersiegel vielleicht klauen. Da müsste Edward jetzt verfehlen, aber das ist ziemlich unmöglich. Bei 96%. Aber hey, was soll's. Scheißen wir drauf. Irgendwie nicht unbedingt klasse. Ja. 50%. Sehr schön. Dann gibt das nämlich jetzt erstmal ein guter Boost für Nolan an Erfahrung.